höre euch doch genau, ich sehe auch zwei von euch. Dann komm mal rum. Das war der erste. Das war ich. Und der andere... Okay, warum trifft man den nicht? Kann das sein, dass man nicht höher stehen darf als Gegner? Dass man die dann einfach mal so nicht trifft? Kann das sein, ja? Naja, eine gute Info für den Nahkampf. Ich gehe mal direkt wieder ans Fass und saufen. Können wir uns ein paar Heiltränke sparen. Dauert zwar jetzt einen Ticken länger, aber auch die Zeit kriegen wir ja irgendwie rum. Durch sinnloses Gequatsche über Dinge, die niemanden interessieren. Oder auch einfach durchzählen, wie viele Hände Wasser man denn jetzt trinken muss. Und noch ein. Und noch ein. Wie viel sind das? Sind das 5% pro Trinken? Kommt das hin? Weil man könnte natürlich einfach nachgucken. Nee. Ich höre noch mehr Wölfe heulen. Und vorhin ist irgendwas weggelaufen auf der anderen Seite, also wird da wahrscheinlich auch noch irgendwas sein. Dass wir da sowieso auch noch Dinge ausräuchern müssen. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder voll. Wolfi. Zwei Stück. Ja, komm, egal. Kriegen wir schon hin. Ja, 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 komm, steh auf, hauen um. Der ist ebenfalls weg. Nee, nee, wegstecken, nicht wieder ziehen. Gib mal Fleisch. Das wäre halt so clever gewesen von dem Jäger, uns erst beizubringen, wie man Felle nimmt und dann die Quest zu geben, besorgt mir mal Felle, so wie Bossbar das getan hat in Gothic 2. Aber nein, jetzt müssen wir rumziehen und irgendwie gucken, ob wir Felle gekauft oder geklaut bekommen. Nur damit wir lernen können, wie man Felle nimmt. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Sehr merkwürdig. Ja, vielleicht sollten wir das auch einfach nicht in Frage stellen und einfach so akzeptieren. Ich muss dann gleich mal eben gucken. Was kostet so ein Feuerball? War das 30? Und einen noch. Der war richtig. Feuerball kostet 15 bis 30. Eislanze kostet 15 bis 30. Und Blitzschlag kostet auch 15 bis 30. Und dafür macht der Feuerball 50 bis 100 und die anderen beiden 45 bis 68. Aber das ist Energieschaden. Das ist Eisschaden. Und das ist Feuerschaden. Okay, das sind verschiedene Schadensarten auch noch. Wenn wir mal gucken. Ja, okay, das sind wirklich alles separate Dinge. Dann macht es wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied, womit wir anfangen. Da spawnen die ersten Objekte rein. Das ist ein Belia-Schrein, oder? Gucken wir mal. Hier liegen erstmal natürlich als Opfergaben irgendwelche Menschen. Was können wir uns denn hier erbeten? Belia. Erzähl mal. Gewähre mir Macht über Geist und Körper. Schrecken vergiften Blitzschlag. Da wäre ja schon 5 LP als Berg. Krankheit übertragen und Nebel. Gewähre mir Macht über Tod und Zerstörung. Ja, bitte. Vergessen Blutrausch, Dämon beschwören, Skelett beschwören, Seelenwanderung. Ausdauer, Lebenskraft, magische Kraft. Bekommen wir hier auch. Gewähre mir magische Kraft. 20 für 5. Ja, 20 für 5. Alles klar. Ja, gut. Gucken wir dann. Wie gesagt, erstmal schnelles Lernen, damit wir potenziell direkt mehr Lernpunkte überhaupt zur Verfügung haben. Kann man die direkt. Da kann man direkt mitnehmen. 3 Wolfsfälle. Das ist ein guter Anfang.
Und ich gehe davon aus, dass die Orks hier auch nichts dagegen haben, wenn man sie komplett ausnimmt. Da ist noch was zum Pflücken und da oben steht noch einer. Der Regensound spackt ein wenig rum und scheint aufzuhören. Okay, da ist nichts mehr. Lassen wir das. Nein, der spackt einfach nur ein bisschen rum. Der hört nicht auf. Na gut. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was ist denn dein Problem? Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Naja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. Der ist doch vor den Orks abgehauen, oder? Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Gut, wir können ihn also verpfeifen, nehme ich mal an. Oder den Rebellen sagen, wo sie ihn abholen können. Oder irgendwie sowas. Gut, dann würde ich sagen, was sind hier vorne noch für Leute? Einmal auf Pause drücken und dann gehen wir rein. Sklave. Hoho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Und wieder werden wir dabei unterbrochen, wenn wir unseren Namen sagen wollen. Wer ist Bufford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Uruk? Sein Nachname Hai? Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Ja, ich weiß, wo er ist. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Natürlich gehen wir nicht zuerst in die Riesenstadt, dann wäre das Spiel ja schneller vorbei. Tja, was willst du, Morra? Da rein? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt? Kapdun ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Ja, dann geh doch. Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Morra. Klar. Ja, ich verstehe dich. Ich muss erst stärker werden, bevor ich alle ausrotten kann. Du bist einfach nur Krieger. Na gut. Was bist du? Hey, du. Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Ja? Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Als Sklavenjäger? Ja, den kann ich ja jetzt schon leiden. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Was? Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Warum? Naja, gut. Also Sklavenjäger wäre, glaube ich, nicht sowas für mich. Aber, weiß ich nicht, Söldner vielleicht schon eher. Mal gucken. Oder Rebell halt. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen.
Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ich bin dagegen, Menschen zu jagen. Ich meine, wir wissen, wo er ist, aber... Ich jage keine Menschen. Die Zeiten haben sich geändert. Euer König hat hier nichts mehr zu sagen. Gewöhn dich lieber daran, sonst wirst du es bei uns nicht weit bringen. Tja, trotzdem halte ich nichts von Sklaverei. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Die müssen wir offenbar wiederbekommen. Wir werden sehen. Ihr habt alle keinen Namen. Da ist keiner drin. Da auch nicht. Mit Seidenbett, klar, und Wache. Was bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Quatschen. Erstmal alles anhören. Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Ja und? Erzähl mir trotzdem was. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Naja, du kommst zu Gold. Dafür, dass du mir deine Tränke verkaufst. Ist das nicht genau das, was du willst? Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Jetzt will der auch noch Heilpflanzen haben. Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Na gut, und wir haben wieder nicht genug, ja? Nachdem wir jetzt so viele für den Magier gesammelt haben, haben wir jetzt wieder nicht genug. Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Ihr seid so nutzlos. Na gut, ist hier noch was drin? Hier ist ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Das ist doch schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier klauen sollte. Aber wofür kann man denn speichern? Zu schwer. Ja, natürlich. Klar. Pfeile, Ausdauertrank, Wasser. Her damit. Und wenn da zwei Wachen vorstehen, ist da doch... Da der Boss drin. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Okay. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Hi. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Okay, ich gehe mal durch die Tür. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Ja, ist ja gut. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt wahrscheinlich entscheiden, ob wir die Stadt von den Orks befreien oder das Rebellenlager verraten, oder? Gehe ich mal von aus, dass das so ein bisschen zusammenhängt? Du bist neu hier, oder? Mhm. Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir wirklich unsicher. Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Kapdun ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Das ist interessant, dass der von sich aus uns alles so erzählt, als ob wir von nichts eine Ahnung hätten. Er kann ja nicht wissen, eigentlich, dass wir quasi gerade erst hier auf dem Kontinent angekommen sind. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum.
Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Garaus aus. Alles klar. Haben wir schon mit angefangen. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Naja, offensichtlich, wenn wir 75 Ansehen hier haben. Wo kann ich mich noch nützlich machen? Sprich mal mit dem Proviantmeister Deckard. Der hat immer was zu tun. Außerdem kannst du dir bei ihm neue Ausrüstung besorgen. Natürlich hat er immer was zu tun. Wo finde ich den Proviantmeister Deckard? Geh Richtung Leuchtturm. Hinter Urkas großem Lagerhaus haben wir unsere kleine Hütte. Unser Proviantmeister passt dort auf unseren Kram auf. Kann man da klauen? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Schwert, Schwert, große Waffen. Das ist natürlich auch cool. Schwere Armbrust, Schild, Schild. Ciao. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Offensichtlich. Ciao. Wie ist hier oben? Kann ich hier rein? Oder werdet ihr direkt sauer? Wenn keiner hinterherkommt, ist alles gut, oder? Dann können wir ja erstmal zusehen, dass wir so ein bisschen an Kleingeld kommen. Das ist schön. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein Wolfsfell oder so. Ich habe gesehen, da unter der Theke ist was. Da gucken wir gleich mal von der anderen Seite, was dann da so ist. Jede Menge Flaschen und ein paar Dietriche. Andere Flaschen und ebenfalls Dietriche. Da ist dann noch eine Truhe. Das hier? Irgendeine Presse, das verstehe ich. Aber was wird hier gepresst? Da ist Gold. Und Schatulle. Und Gold. Gut. Nimmt man gerne mit. Ich sollte echt versuchen, überall reinzugehen, oder? Hier waren wir drin. Kommen wir hier rein? Oh, hier kommen wir rein. Ich bin das gewohnt aus Gothic 2, dass die immer sofort angestiefelt kommen. Ey, du darfst hier nicht rein. Blöder Penner. Was ist hier? Ist das okay? Oh, hier sind Truhen. Das ist sehr okay. Da ist Gold bei. Trank und Rohstahl natürlich. Und hier haben wir auch nochmal Schnaps, Dietrich und Kelle. Zwei Kellen sogar, okay. Pfeile, Dietrich, was zu rauchen. Pfeile, was zu rauchen. Gold. Möhre, Dietrich. Da haben wir das auch ausgeräumt. Sehr schön. Das hier mit dem Verbrannten aus, da kann man wahrscheinlich nichts drin machen, oder? Ja, hier wird es nicht gehen. Hier wird es nichts geben. Können wir hier grillen? Wir können hier unser Fleisch braten, tatsächlich. Ja! Oh, und wir dürfen alle verarbeiten. Das ist gut. Dann können wir noch eine Quest abgeben. Okay. Du meinen Rat annehmen. Heilpflanze. Und hier sind das Leute. Halt! Ja? Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Das ist komisch. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Okay. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Okay, so funktioniert das also mit dem Clown hier. Man kann erstmal alles mitnehmen, aber wenn man einen gewissen Threshold erreicht hat, dann fangen die Leute draußen an zu jammern, ja? Ja, hier jammerst du immer so viel. Was würdest du lieber machen, als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Warum machst du es nicht?
Der wird uns doch aufs Maul hauen, wenn wir jetzt sagen, jammerst du immer so viel, oder? Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ja, da haben wir noch ein paar von, oder? Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Für eine Flasche Schnaps gibt's direkt 10 Ruhmpunkte hier. Gut, mit dem können wir Banditen jagen. Das werden wir auf jeden Fall tun, aber wir bleiben erstmal hier. Weil wenn das wieder so ein schönes Escort-Ding ist, wird das sicherlich satt EP geben. Und das sieht nach einem Wolfsfell aus. Und das auch. Finde ich gut. Was bist du? Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Aber mit dir, ja? Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Na gut. Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Hat er nicht ganz unrecht? Ich würde die nur ungern ausrücken. Aber ich glaube, wir können sowieso neue brauen. Von daher kommen wir. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Was hast du denn? Klar, erstmal hier fette Ork-Söldnerrüstung. 90, 90, 75. Ork-Söldnerrüstung. Leichte Leder, die haben wir. Amulett Lebensenergie. Geschosse. Ausdauer. Schutzring plus 5. Ich überlege, ob so ein Schutzring vielleicht direkt mal sinnvoll ist. Kriegen wir den... Komm mal da runter. Kriegen wir den gegenfinanziert? Ja, den kriegen wir gegenfinanziert. Das ist ja easy. Den Rotz hier brauchen wir ja sowieso nicht mehr. Alles weg damit. Achso, nee, der kostet 700. Okay, ich hatte irgendwie 500 im Kopf. Aber dann kriegen wir ja trotzdem gegenfinanziert. Dann gibt mir mal noch ein bisschen Gold dazu. Und dann ist auch gut. Dann Ring erhalten. Ja, sehr schön. Ach ja, Enter war's. So nämlich. Gut, da liegen Wolfsfälle. Wie viele haben wir jetzt? 6, glaube ich. Ist das richtig? Können wir nachgucken? 7, wir brauchen 10. Warte mal. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt, genau wie ein Dieb, und das gefällt mir. Hast du Interesse an einem Job? Nun! Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Ja, ich will ja sowieso hier alles mitnehmen. Also warum nicht? Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Du hast mir doch gesagt, du willst mir Schlösserknacken beibringen. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Ja, aber ihr wollt immer Gold dafür haben, ist das Problem. Also verkaufen eben. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Hey, bist du ein Dieb? So eine Frage wahrscheinlich. Hier sind keine Wolfsfälle mehr. Schade.